Hi, mein Name ist Chris. Ich arbeite seit fast genau einem Jahr bei Lieferando als Lieferfahrer und ich bin heute hier, um auf die Reaktion von Unge, wie er auf mein Video reagiert, zu reagieren. An der Stelle nochmal danke Unge und danke euch für euer Vertrauen. Ich bin immer noch komplett überwältigt, was hier gerade in den letzten paar Tagen abgeht. Ich bin von 600 Abonnenten auf 3000 Abonnenten gekommen jetzt. Ich bin mega dankbar. Vielen, vielen Dank dafür. Wir gucken uns natürlich jetzt nicht nochmal alles komplett an. Ich will nur zu so ein, zwei Themen nochmal kurz was sagen. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir gleich mitten ins Video reinjumpen. Ich habe den Stream natürlich live geguckt und ich habe auch eine Reaktion gefilmt, aber es war komplett chaotisch. Ich war noch voller Euphorie und habe die ganze Zeit live dann den Ton leise und lauter gemacht. Deswegen dachte ich, ich filme es einfach nochmal in Ruhe und dann können wir noch mal entspannt zusammen reingucken. Ich fahre mit meinem alten Fahrrad. Lieferando hat auch Arbeitsräder, aber knapp die Hälfte der Rider fährt mit dem eigenen Rad. Was auch heißt, dass über die Hälfte der Fahrer mit diesen Arbeitsrädern fährt. Und diese Arbeitsräder, von denen sie hier spricht, sind E-Bikes. Und diese E-Bikes sind mega nice, denn du musst dich im Grunde überhaupt nicht anstrengen. Du machst nur die Bewegung, die du sonst auch machen würdest, wenn du Fahrrad fährst, aber du hast keinen Widerstand und wirst einfach gezogen. So, es fühlt sich an, als würdest du durch die Stadt schweben. Minus 3 Grad. Ist mir gar nicht so aufgefallen, stimmt. Wenn man es so sieht, ist der Beitrag von Steuerung F ja schon negativ assoziiert, weil die Frau sagt nicht, die Hälfte oder über die Hälfte der Lieferando-Fahrer bekommen von Lieferando so ein E-Bike oder so ein Bike gestellt. Also sie erwähnt nicht das Positive, sondern sie erwähnt das Negative. Sie sagt, ja, die Hälfte, die müssen ihr eigenes Fahrrad benutzen, so mäßig. Und was sie ja auch nicht sagt, ist, dass es E-Bikes sind. Sie nennt diese Fahrräder ja einfach Arbeitsräder so. Und Arbeitsräder könnten ja im Grunde auch einfach normale Fahrräder sein, in Orange mit einem Lieferando-Logo drauf. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal Zeitdruck bei einer Lieferung hatte. Es ist eher so, dass ich fast jeden Auftrag ein bisschen zu früh abgebe. Abgabe soll 1912, meine Ankunft 1907. Abgabe soll 1957, meine Ankunft 1952. Und da oben, Abgabe soll 20.16 Uhr, Ankunft 20.08 Uhr. Okay, er ist immer zu früh. Okay. Ja, aber man muss auch sagen, er hat ja auch ein E-Bike, ne? Das ist natürlich jetzt die Frage. Würde er es auch mit einem normalen Fahrrad schaffen? Das hier war wirklich meine absolute Lieblingsstelle. Weil ich halt einfach wusste, was gleich kommt und er halt genau das auch noch sagt. So. Und ich war so, yes, es ist perfekt, es ist einfach perfekt, drück Play, drück einfach wieder Play. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, ja Chris, du bist doch auf dem E-Bike, natürlich schaffst du es da, die Pügel abzugeben, aber wenn du auf Normalfahrer fahren willst. Ah, okay, er hat es auch auf Normalfahrrad getestet. Ah, alles klar, sehr gut. 8 Minuten, 9 Minuten plus und 2 Minuten plus. Okay, ja gut, gut. Sehr direkt die Frage beantwortet. Und du hast eine Familie zu ernähren. Reicht das zum Leben, was du bekommst? Es reicht nicht zum Leben, es reicht nicht zum Sterben. Ich weiß nicht, wie viel man da verdient, aber wie viel braucht man denn, um eine ganze Familie zu ernähren? Da braucht man schon einiges, ne? Also die Sache ist, kann man als Beispiel jetzt als Kassierer im Einzelhandel, kann man damit eine komplette Familie ernähren? Mit welchem Beruf kannst du heutzutage noch alleine die komplette Familie ernähren? Das fand ich auch so nice, dass er es nochmal gesagt hat, weil daran habe ich nicht mal gedacht, das zu sagen. Also einfach die Frage mal in den Raum zu werfen, mit welchem Beruf kann man dann wirklich alleine eine Familie ernähren? Ich glaube auch, dass es in Hannover geiler ist, als zum Beispiel in Berlin oder Hamburg, weil Hannover natürlich ein bisschen kleiner ist auch. Also es ist natürlich nicht so eine Riesenstadt wie Hamburg oder Berlin. Und ich glaube, dass in so einer mittelgroßen Stadt, jetzt wie Hannover, ist noch ein bisschen, da hast du einfach noch ein bisschen mehr wirklich dieses, du kennst dein Team vielleicht besser und du hast halt wirklich irgendwann die Karten im Kopf. Weil so eine Riesenstadt wie Berlin, ich weiß nicht, ob das überfordernd sein könnte. Aber keine Ahnung. Dazu muss ich sagen, ich sehe das komplett anders. Ich bin eher an einem Punkt gerade, wo ich so sage, okay, ich habe jetzt ein Jahr Hannover gemacht. Hannover habe ich jetzt drin so. Also zumindest der Bereich, in dem wir liefern. Wir liefern ja nur in so einem 6-Kilometer-Radius um die Innenstadt rum. Da habe ich jetzt alles drin so. Wenn du mir jetzt da eine Straße nennst, dann weiß ich ungefähr, wie ich da hinkomme so. Und gerade deswegen bin ich eher so, und auch viele meiner Kollegen sind so, dass wir eher sagen, ich würde eigentlich gerne mal wieder in eine Stadt, wo alles auf Null ist, wo ich nichts weiß, wo ich keine Ahnung habe, wo irgendwas ist. Einfach so für diesen Abenteueraspekt, dass man so rumfährt und alles, was man sieht, ist neu. In Hannover ist halt nichts mehr neu. So, da passiert dann mal vereinzelt so, dass man mal ein bisschen weiter rausfährt und sagt, okay, hier war ich noch gar nicht. Aber gerade weil ich ja zum Beispiel auch in Hannover aufgewachsen bin, ich kannte die Innenstadt ja sowieso schon. Und gerade deswegen wäre es eigentlich umso geiler, mal wieder in so eine Stadt zu kommen, die mega groß ist, viel größer als Hannover und wo man noch gar nichts kennt. Und auch so eine Traumfantasie, die so die Fahrer, mit denen ich dann meistens zu tun habe und ich habe, wir würden uns richtig wünschen, dass wir mal für einen Monat irgendwie in Paris Lieferando machen oder für einen Monat mal in Amsterdam oder für einen Monat mal in Rom oder so. Die Vorstellung, dass man so reisen würde, in jeder Stadt so in Europa irgendwie mal Lieferando gemacht hatte,
mega geile Vorstellung eigentlich. Auch dann so eine andere Sprache ein bisschen lernen und so. Also da könnte man so viel geile Sachen machen. Leider geht das aktuell noch nicht, aber ich würde es mir vom ganzen Herzen wünschen, dass ich mal für einen Monat oder auch nur für eine Woche einfach in einer anderen Stadt Lieferando machen könnte. Das Geile an Köln ist, in Köln gibt es das Gesetz, glaube ich, dass um den Dom herum keine hohen Gebäude stehen dürfen, damit der Dom halt immer aus der Stadt so ein bisschen rausguckt. Und deswegen hast du immer so ein, du hast immer so einen Ankerpunkt. Das Geile ist, wir haben hier in Hannover sowas Ähnliches. Bei uns ist das der VW-Turm. Ich liebe diesen Turm. Ich finde den mega geil. Ich finde, der sieht einfach Hammer aus. Auch wenn es gerade im Dunkeln, wenn der so leuchtet und so, ist richtig geil. Und da weiß man dann einfach auch, wenn du in der Ferne irgendwo dieses blaue VW-Zeichen leuchten siehst, dann weißt du, wenn ich da in die Richtung fahre, dann komme ich wieder ins Zentrum. Aber ich liebe das. Das finde ich so geil. Und ich Das freut mich mal, wenn ich höre, dass Leute mit ihrem Job richtig zufrieden sind. Also, der Nick, der hier gerade im Chat ist, der chattet ja auch gerade fleißig mit. Der ist Polizist. Und es gibt manche Leute, die sagen vielleicht, boah, die Arbeit heutzutage als Polizist, manche Leute sind so undankbar und man wird irgendwo dumm angepöbelt und ja, man kriegt immer so viel Vorurteile an den Kopf geschmissen, weil gerade natürlich auch die Polizei ein schwieriges Standing hat und so. Aber der Nick zum Beispiel im Chat, der ist richtig, der ist Polizist aus Leidenschaft hier. Immer wenn ich mit ihm über seinen Job rede, er blüht richtig auf, er liebt seinen Job. Das ist so geil, ich finde das geil zu hören einfach, wenn Leute wirklich gerne zur Arbeit gehen. Das ist einfach geil. Da muss ich auch nochmal sagen, ich bin so dankbar dafür, dass ich in der Position sein kann zu sagen, ich gehe gerne zur Arbeit so. Gerade in Deutschland ist das ja eines der seltensten Sachen überhaupt. Der generelle Ton in Deutschland ist so, oh nee, jetzt muss ich schon wieder zur Arbeit, oh, jetzt ist schon wieder Montag, oh, jetzt ist mein Chef letztens erst. Es ist ja fast schon eines der beliebtesten Smalltalk-Themen, über seinen Job zu meckern. So. Und da bin ich an der sehr glücklichen Position, dass ich sagen kann, bei dem Gesprächsthema kann ich nicht mitmachen. Ich habe vorhin einfach mal seinen Kanal so durchgeguckt, als ich das auf Twitter vorgeschlagen bekommen habe. Und der lädt halt schon lädt schon länger Videos hoch und ist halt noch einfach ein kleiner YouTuber so. Und ich habe jetzt nicht so eine Qualität erwartet. Also er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich muss sagen, das Video war schön gestaltet, witzig, gute Aufnahmen, gut recherchiert. Also auch mit diesen Zeiten, dass er so sozusagen dargestellt hat, fand ich gut. Danke, Unge. Danke vielmals. Das weiß ich sehr zu schätzen. Auch allgemein, dass du das gemacht hast. Vielen, vielen, vielen Dank nochmal. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal ein bisschen in die Kommentare rein, was da so abgeht. Erstmal habe ich ein Herz von Unge bekommen. Ich habe nicht mal eine Benachrichtigung dafür bekommen, aber mega nice auch, einfach, dass ich so diesen Unge-Qualitätsstempel da so bekomme. Mega, mega nice, Dankeschön. Unge fährt mit Fahrrad durch Köln, Fahrradkorb Mertens. Das macht dann einmal 200 Euro. Das Ding ist, wir haben jetzt in Hannover haben wir mittlerweile auch Fahrradkorbs. Ich habe die selber noch nicht gesehen, aber mir wurde schon davon erzählt, dass wir jetzt auch solche Fahrradkorbs haben. Ich bin mal gespannt, die irgendwann mal zu sehen. Simon, bitte absolviere einen Praktikumstag beim Lieferanten. Am besten Lieferanten selbst, das wäre mega witzig. Unge, wenn du willst, wenn du Bock hast, wir kriegen das bestimmt irgendwie geregelt, dass du mal einen Tag hier mitmachen kannst. Müsstest natürlich dafür nach Hannover fliegen oder so. Aber wenn du Bock hast, dann bist du natürlich an der Stelle herzlich eingeladen. Das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie geregelt. 7:12, Simons komplette Ehre genommen. Achso. Ja. Ey, wie gesagt, das ist meine absolute Lieblingsstelle gewesen. Okay, danke nochmal für die ganzen Kommentare. Danke für das ganze Feedback, für die ganzen neuen Abonnenten, die ich jetzt habe. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.